So, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind heute früh aufgebrochen nach dem Frühstück mit dem Fahrrad. Und zwar sind wir hier in Dänemark und fahren gerade den ältesten Radweg Dänemarks. Wir fahren gerade das Stück zwischen Søndervik und Ringkøbing und wollen uns in Ringkøbing mal ein bisschen umgucken. Dieser Fahrradweg hier soll sehr schön durch die Natur führen, ist die ganze Zeit Schotterweg. Und wir gucken mal, was wir hier jetzt so entdecken. Da sehe ich erstmal die Fahrräder von meinen Frauen, meinem Junior, aber die beiden sehe ich nicht. Da ist ein Ausguck. Schon aufgefressen worden? Ach nee, da sind sie. Guten Tag. Ich hoffe mal, dass das Wetter hält und uns nicht zu sehr voll regnet. Eben haben wir schon ein bisschen Sprühregen abgekriegt. Aber im Moment ist gerade Sonne. Wasser aus dem Boot schütten. So, jetzt sind wir ja am Hafen von Ringkøbing und jetzt gucken wir uns erstmal hier um. So, kleiner Rundgang durch Ringkøbing ist beendet. Wir gehen jetzt noch mal so ein bisschen hier durch den Hafen. So groß ist die Stadt eigentlich gar nicht. Viel los ist ja auch nicht. Aber ich guck mal, ob ich hier im Hafen jetzt noch ein paar Fotos anfangen kann. So, der Wind pustet ganz ordentlich. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir gleich zurückkommen. Hoffentlich haben wir keinen Gegenwind mit dem Fahrrad.
mal echt schön hier. Hier gibt es in jeder Ecke was zu fotografieren. Kann man sich schon ein bisschen Zeit vertreiben mit Fotografieren, glaube ich. Aber da kommt eine dicke, dunkle Wolke und wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg mit dem Fahrrad. Gucken mal, ob wir noch trockener durchkommen oder ob wir nass werden. Ich bin gespannt. Auf geht's. So, wir sind wieder zurück auf dem Sattel. Fahren jetzt wieder aus Ringkøbing raus und fahren wieder auf den ältesten Radweg Dänemarks in Richtung zurück. Da gibt es noch so eine Brücke über diesen Fjord drüber, die extra für Fahrradfahrer und Fußgänger gebaut wurde. Da gucken wir jetzt mal, ob wir da noch vorm Regen ankommen. Oder ob das nicht funktioniert. Oder wie wir dann von da aus weiterfahren. So. Das ist ja direkt aus dem Hafen raus, schon muss man hier aus der Stadt noch raus. Das ist sehr schön. Da wo wir hinfahren, ist noch blauer Himmel. Hinter uns? Ich weiß nicht. Ich musste gerade doch tatsächlich noch mal eben anhalten und einmal hier zwei Fotos von diesem Boot machen, was da direkt neben dieser Brücke unten im Schilf lag. Sieht mal zu verlockend aus. Aber Fotos gemacht mit der Insta 360 X3. So, jetzt gucken wir uns mal die Wolken an. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Pech. Wir werden es rauskriegen. Und die Häuschen haben wir eben auf dem Hinfahrt schon gesehen. Die sehen schick aus. So, 5 Kilometer weiter. Ich sehe schon die Brücke und ich sehe auch, boah, wie sind das, 30 Kitesurfer? Ich bin mal gespannt, wie das gleich da aussieht. Ich glaube, ihr könnt die noch nicht sehen. Aber gleich, wenn wir näher kommen. Junge, Junge, was ist denn hier los? Kitesurfers Paradise, hä? Boah. Okay, wir haben doch keine Zeit zum Gucken. Der Kleine möchte lieber weiterfahren. Also fahren wir weiter. Bis zur Brücke sind es noch 150 Meter. Hallo, oh, Kük! Fauchi, Fauchi! Wir haben den Bereich von diesem Brückenbauwerk da verlassen, sind wieder auf der Straße oder auf dem Radweg besser gesagt und fahren jetzt noch eben ein bisschen einkaufen. Heute ist zwar Sonntag, aber der Laden hat offen. Das ist in Feriengebieten häufig so.
Ja, und dann werden wir zurück zu unserem Ferienhaus gucken. Aber das ist zum Glück von hier aus auch nicht mehr ganz so weit. Also, wenn ihr bis hier geguckt habt, bedanke ich mich recht herzlich und sage bis auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Passend wieder zu Hause gewesen von der Fahrradtour.